Neugierig und nicht ganz ohne Angst näherte sich Prim dem Kreis aus Licht, der sich vor ihr gebildet hatte. Doch bevor sie ihn erreichen konnte, stand er da. Aus dem Portal trat ein Skelett in schwarzer Kutte. Augen so schwarz wie die Nacht. Und mit einer Stimme, die mehr in Prims Kopf erklang als in ihren Ohren, sprach das Monster zu ihr. Ich bin der Tod, dein Vater. Und von nun an befindest du dich in meiner Obhut. Luke. Menschen haben nicht die leiseste Ahnung, wie sie reagieren sollen, wenn sie dem Sensenmann begegnen. Nach sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten entscheiden sich die meisten von ihnen für das Naheliegendste. Sie fallen tot um. In Prims Fall hatte Thanatos jedoch dafür gesorgt, dass das nicht passieren würde. Und so starb sie, als sie ihn traf. Nur ein kleines bisschen. Und sie verwandelte sich. Gerade genug, sodass er sie mit in sein Reich nehmen konnte. Und als ihr lange verschollener Vater sie durch das Portal trug, ließ Prim ein ganzes Leben zurück. Einen treuen Freund und eine kaputte Kamera. Prim? Prim! Egal wie oft und wie laut Tristan nach ihr rief, Prim blieb verschwunden. Oh, armes Kind. Sie wusste es noch nicht, aber Prim wurde an einen Ort gebracht, den Sterbliche normalerweise nur zu Gesicht bekommen, wenn sie das Zeitliche segnen. Das Reich der Toten. Okay. Das Reich der Toten. 3 Tage und 2 Stunden später. Alles Gute zum Geburtstag, Prim. Kann ich eintreten? Als ob du es lassen würdest, wenn ich Nein sage. Komme ich ungelegen? Du kamst ungelegen, als du mich gekidnappt hast. Du kamst ungelegen, als du mich gekidnappt hast. Wir haben das bereits besprochen. Unzählige Male. Ja, aber du hörst nicht zu. Ich weiß, dass heute ein besonderer Tag für dich ist. Ich nehme an, du hast deinen Geburtstag stets mit deiner Mutter gefeiert. Was weißt du schon? Du hast sie umgebracht! Ich bringe niemanden um, Prim. Das schaffen die Menschen ganz alleine. Ich helfe ihnen lediglich beim Übergang ins Totenreich. Und warum kann ich sie dann nicht besuchen? Auch darüber haben wir gesprochen. Deine Mutter befindet sich in Elysium, auf der anderen Seite des Flusses. Dort endet mein Einflussbereich, genau wie deiner. Sie ist außerhalb unserer Reichweite. Also, ich wollte, dass du die hier bekommst. Sie ist nicht eingepackt, so wie du es vielleicht gewohnt bist. Aber sie ist bereits seit langer Zeit im Besitz unserer Familie. Sie wurde von Generation zu... Was soll ich mit einem dämlichen Taschenmesser? Nun, zunächst ist es eine Sense und kein Messer. Mir egal. Den ganzen Tag warst du weg und platzt nun rein, um mir eine blöde Sense zu schenken, die so nutzlos ist wie der ganze andere Müll, von dem du willst, dass ich damit meine Zeit verschwende. Ich sehe, du bist gerade nicht in der Stimmung für eine Unterhaltung. Ich werde später wiederkommen. Ich muss ohnehin... Ah, warte. Moin. Ja. Also, sie ist jetzt 16, man merkt, sie kommt so ein bisschen in die Pubertät, hä? Also, er hat es nicht so ganz einfach. Ich meine, er war das ganze Leben nicht da, ne? Ist also, ist der Tod, war nie vorhanden, aber. Also, das ist ja wirklich. Hui, ne? Okay, warte. Hör nicht hin. Hier ist nichts zu tun. Wartest du für mich den ganzen Tag rumzusitzen? Mein ganzes Leben warst du nicht da. Was für ein Recht hast du jetzt, über mich zu bestimmen?
Ja, ne, wir spielen den richtig, richtig schlimmen Teenager. Let's go. Dein ganzes Leben warst du nicht da. Was für ein Recht hast du jetzt über mich zu bestimmen? Ich musste euch verlassen, um meine Pflicht hier zu erfüllen. Deine Mutter hat das verstanden. Tu nicht so, als würdest du sie kennen. Und doch ist es die Wahrheit. Nachdem wir unsere Liaison beendet hatten... Eklig. Erspar mir die Details. Allein die Vorstellung. Wir einigten uns darauf, dass du mit ihr in der Welt der Lebenden bleiben würdest, während ich mich weiter meinen Verpflichtungen widme. Aber jetzt ist sie fort. Und hier sind wir nun. Ja, hier sind wir. Okay. Ja, was denkst du, was ich da machen soll, ja? Soll ich den ganzen Tag nur rumsitzen? Hier gibt es nichts zu tun. Erwartest du von mir, den ganzen Tag nur rumzusitzen? Ich wusste, ich würde nicht viel Zeit für dich erübrigen können. Also habe ich in Erwartung deiner Ankunft ein breites Spektrum an Lern- und Spielgeräten zusammengestellt, das dir zur freien Verfügung steht. Das ist mehr, als jedes Kind wollen könnte. Ich bin aber kein Kind mehr. Geht das nicht in deinen hohlen Schädel? Was soll ich mit einem Schaukelpferd? Es ist ein Schaukelpferd rum. Es ist ein Spielzeug mit einer faszinierenden Historie. Die ersten Exemplare reichen bis ins Mittelalter zurück. Ihre Funktionsweise ist so simpel wie zeitlos. Man klettert in den Sattel und durch das Verlagern des eigenen Körpergewichts. Es ist sinnlos, Thanatos. Mit dir zu reden, ist sinnlos. Das ist leider sehr wahr. Also als 16-Jährige will man vielleicht nicht gerade sich in ein Schaukelpferd reinsetzen und mit diesem Schaukelpferd spielen. Ah, herrlich. Sehr schön. Sehr schön. Jo. Bye, bye. Fix mal dein WLAN hier. Was habt ihr für ein schlechtes WLAN auf der Arbeit, hä? Ich gehöre hier nicht hin. Ich gehöre hier nicht hin. Alle Seelen gehören hierhin. Irgendwann. Das ist die Natur der Dinge. Ein Mädchen als Geisel nehmen. Sehr natürlich. Du bist keine Geisel. Ich bin dein Vater. Jetzt, da deine Mutter sich nicht mehr um dich kümmern kann, ist es zu meiner Aufgabe geworden. Und ich kann das nur in meinem Reich tun. Ich darf meine Arbeit nicht vernachlässigen. Aber... Genug. Mein Entschluss steht fest. Ich hatte ein Leben. Und du hast es mir gestohlen. Ich hatte... einen Freund. Es gibt unzählige Geschöpfe in meinem Reich. Ich werde dir erlauben, sie kennenzulernen, sodass du neue Freunde finden kannst. Aber natürlich erst, wenn du mit deinen ohnehin zwecklosen Fluchtversuchen aufhörst. Da kannst du warten, bis du tot umfällst. Sehr lustig. Ah, sehr schön. Du kannst warten, bis du tot umfällst. Sehr schön. Telekom, was sonst? Ja, weiß ich halt nicht, ne? Dann gib mehr Geld dafür aus. Eine 16.000er Leitung ist halt scheiße. Kann ich Tristan nicht wenigstens besuchen? Kann ich Tristan nicht wenigstens besuchen? Auf gar keinen Fall. Es ist zu gefährlich. Gefährlich? Ich kann auf mich aufpassen. Das meine ich nicht. Was meinst du dann? Möglicherweise hast du dich verändert. Meinst du die Haare? Das ist doch halb so wild. Nein, das ist es nicht. Hast du in letzter Zeit irgendwelche anderen Veränderungen an deinem Körper bemerkt? Thanatos, widerlich. Ich nehme an, das ist ein Nein. Das ist ein kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Alles, was du sagst, klingt nach faulen Ausreden. Du hast uns verlassen. Mein ganzes Leben hatte ich keinen Vater. Und das war manchmal ziemlich hart. Aber im Großen und Ganzen ging es mir gut. Denn ich hatte Mom. Weißt du, was noch schlimmer ist, als keinen Vater zu haben? Herauszufinden, dass man einen hat, der aber eine riesige Enttäuschung ist. Und du kannst deinen stinkenden schwarzen Bademantel darauf verwetten, dass ich einen Weg zurückfinde. Mit oder ohne deine Hilfe. Der Bademantel. Du behandelst mich gefälligst mit Respekt. Hätte ich mit meinem Vater so gesprochen. Oh, war dein Papi gemein zu dir? Vielleicht bist du deshalb ja so ein Versager auf dem Gebiet. Genug!
Ich habe mein Bestes versucht, nett zu ihr zu sein, Morven. So wie ich es versprochen habe. Und was hat uns das gebracht? Ich wusste es. Der Tod und ein Kind? Es ist eine lächerliche Idee, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ich habe Wichtigeres zu tun. Der beste Ort, um deine Sicherheit zu garantieren, Kind, ist dein Zimmer. Und das wirst du nicht mehr verlassen, bis ich es erlaube. Toll. Toll! Holy shit. Schweizer Taschensense werfen. Er hat die Tür wirklich von außen abgeschlossen. Ich muss einen Weg nach Hause finden. Aber zuerst muss ich aus diesem Zimmer raus. Huch, was war das? Was war das? Holy shit. Wir hätten noch die Sense nach ihm werfen können. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Wäre bestimmt lustig geworden. So, wir haben eine Sense jetzt. Schweizer Taschensense. Die Schweizer Taschensense, die ist für alles gut. Mein Geburtstagsgeschenk von Thanatos. Aus dem Zimmer entkommen. Das ist das To-Do. Wobei, warte mal. Haben wir hier jetzt was? Hi, Mom. Weiß nicht, warum du mir nie gesagt hast, wer mein Vater ist. Und rate mal, er hat mich entführt und ins Totenreich gebracht. Aber du kannst darauf wetten, dass ich nicht lange hier bleiben werde. Du fehlst mir. Oh. So. Gucken wir uns mal das Schaukelpferdchen an. Was hat sich Thanatos nur dabei gedacht? Ich bin viel zu alt für Schaukelpferde. Und ich passe nicht mehr in den Sattel. Nicht, dass ich das versucht hätte. Sehr schön. Was? Einmachglas? Okay. Wahrscheinlich der einzige wirklich schöne Gegenstand hier drin. Thanatos sagt, diese Leuchtedinger heißen Hotspots. Was auch immer das bedeutet. Am Boden ist so ein klebrig süßer Schleim. Wahrscheinlich diente er dazu, die Glühwürmchen anzulocken. Okay, hat sich einfach mal eingesteckt. Okay. Ich würde die Leuchtedinger gerne befreien, aber ich krieg den Deckel nicht auf. Meine Hände sind zu schwitzig. Ha, das hat funktioniert. Fliegt, kleine Hotspots. Ihr seid frei. Oh, sie bleiben ja hier. Na klar, sie wollen schließlich bei ihrer Retterin bleiben. Gemeinsam werden wir sicherlich noch das ein oder andere Abenteuer Okay. okay. Nice. Ja, Moment mal. Eins von ihnen ist mir direkt in mein Tagebuch geflogen. Okay. 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 Nice. Thanatos würde mich umbringen, wenn ich den Tisch verschiebe und damit den Boden zerkratze. Glaub mir, er macht das den ganzen Tag. Seine Hemmschwelle ist, was das angeht, extrem niedrig. Alright, Pflanzenkundebuch. Ich habe keinen Schimmer, was ich jetzt nachschlagen sollte. Okay, Ektoplasma. What? Oh. Scheint, als hätte Thanatos ein Souvenir von seiner letzten Seelenernte mitgebracht. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Äußerst ölig. Why? Äußerst ölig. Jetzt ist es auf. Am Boden des Glases befindet sich süßlich klebriger Schleim. Wieso weiß sie, dass der süßlich ist? Im Reich der Toten sind die Dinger genauso langweilig wie auf der Erde. Du weißt wieder zu machen? Noch nicht. Okay. So, wir haben hier noch eine Tür. Machen wir auf. Mein einziger Weg hier raus. Thanatos hat sie von außen abgeschlossen. Okay. Wir haben der hier noch direkt in Thanatos Studierzimmer.
Thanatos hält ihn für ein wertvolles Erbstück. Ich sage, es ist ein Rückenkratzer. Mhm. Okay. Ich nenne dich Ärmchen. Ärmchen. Das gute Ärmchen. Wir haben Ärmchen bekommen. Okay, was können wir hier noch zur Post? Samael der Rote. Ich glaube, er ist berühmt für etwas, das sie hier unten Sargball nennen. Oh, Dämonen in kurzen Hosen. Sargball. Auch fucking gut. Okay. Dieser Fototermin war eines von vielleicht 5 Malen, die ich Thanatos gesehen habe, seit ich hier bin. Ich habe jede Sekunde gehasst. Zum Glück war wenigstens Thanatos Schwester Keres mit dabei. Die Gespräche mit ihr waren mein einziger Lichtblick. Okay. Vampyrex? Laut Thanatos ist Vampyrex das Einzige, was wirklich gegen Vampire hilft. Er sagt, Knoblauch vertreibt nur die Leute, die du liebst. Auf dem Etikett steht, Warnung, kann zu einer Reizung der Augen führen. Okay. Vampyrex. Auf dem Etikett steht, Warnung. Auf dem Etikett steht, Warnung. So. Was haben wir noch? Wir haben ja noch Fenster. Aus dem Fenster zu klettern wäre zwecklos. Thanatos hat dafür gesorgt, dass sich mein Zimmer direkt vor einem bodenlosen Abgrund befindet, sodass ich mich nicht heimlich rausschleichen kann. Was für eine bodenlose Frechheit. Move. Ich meine, das Geschenk noch nicht. Also, das Geschenk wird wahrscheinlich sein, wo wir weiterkommen. Ach, wir haben hier noch eine Bettdecke. Ich wollte das Bettlaken mal über mich werfen und Geist spielen. Aber Thanatos hat gesagt, das sei kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung. Eieiei, so, Leiter haben wir noch. Ich glaube, das Bücherregal. Sie bewegt sich kein Stück. Scheint, als wären die Räder, auf denen sie eigentlich sanft dahingleiten sollte, total verrostet. Oh, dagegen können wir doch bestimmt was machen. Andere Mädchen haben begehbare Kleiderschränke. Ich habe ein 2-stöckiges begehbares Bücherregal. Yay. 2-stöckig begehbares Bücherregal. So, dann holen wir uns jetzt mal das Geschenk hier. Wie ist das denn hierher gekommen? Huch. Was bist du denn für ein... etwas? Scheu das kleine Ding. Warte nur, dich kriege ich noch. Deine Eltern haben offensichtlich biologische und ethische Grenzen überschritten. Von hier aus komme ich nicht ran. Okay. Biologische und ethische Grenzen? Deine Eltern haben von hier aus... Okay, was mit dem Sessel eigentlich? Können wir uns da reinsetzen? Was jetzt? Ah! Guck mal. Ich komme immer noch nicht ran. Ja, warte. Ich will dem kleinen Auge nicht wehtun. Vielleicht kann ich die Spinnwebe irgendwie durchschneiden. Ah! Wenn ich sie doch nur irgendwie abschneiden könnte. Das könnte klappen. Allerdings komme ich nicht ran. Ja, warte. Hey, der Arm ist eine perfekte Verlängerung für die Sense. Jetzt brauche ich nur noch etwas, an dem ich meine neue Erfindung ausprobieren kann. Oh yeah. Da wird mir ganz arm ums Herz. Was? Da wird mir ganz arm ums Herz. Eieieiei. Oh. Ausgewichen ist sie. Okay, was sagt das Tagebuch? Aus dem Zimmer. Wie lenke ich Spinnenauge ab, sodass ich die Spinnenwebe durchschneiden kann? So, warte. Warte. Okay, das ist dann... Okay, man kann da drauf gehen und dann kriegt man noch, Dinge, Eltern haben offensichtlich biologische und ethische Grenzen überschritten. Von hier aus komme ich nicht ran.
Jedes Mal, wenn ich versuche, den Faden durchzuschneiden, flieht das kleine Ding zur Decke. Wenn ich es doch nur irgendwie ablenken könnte. Es scheint kein Interesse an klebrig-süßem Schleim zu haben. Okay, vielleicht müssen wir noch was finden, aber wir haben ja noch hier unser Ektoplasma, was wir an die Leiter schmieren können. Das sollte helfen. Okay, versuchen wir es nochmal. So, jetzt. Na, das lief ja wie geschmiert. Diese Jokes. Ah, wir gehen die Leiter hoch. Was haben wir hier oben? So. Ich komme immer noch nicht ran. Geht das jetzt hier? Von hier aus komme ich nicht ran. Ja. Es scheint kein Interesse. Okay, was haben wir denn noch hier? Tisch und sonstiges. Wir sind jetzt hier oben. Was können wir denn machen? Vampirix? Das will ich nicht besprühen. Von hier aus komme ich nicht ran. Oh, okay. Von hier aus komme ich nicht ran. Ja, ja, geh mal nochmal runter. Können wir das mit Vampirix besprühen? Warum ist da die Leiter? Alles okay, komm mal runter. Sprühe ich mal mit Vampirix an, sorry. Ich hoffe, das tut ihm nicht weh. Oh ja, nice. Und jetzt? Ja, großartig. Jetzt ist der Skelettarm in der Mitte durchgebrochen. Ich werde ihn mal lieber los. Wieder ist in der Mitte durchgebrochen. Warum ist mein Skelett? Nein! Oh no! Okay. Hey, bleib hier! Und wieder ist es weg. Ganz toll. Andere Mädchen haben begehbare Kleider. Yay. Ja, 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 ja. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass es sich über mich lustig macht? Jetzt gehen wir hier aber hoch. Hä? Okay, hier ist eine Lücke. Stellen das Einmachglas da rein. Was ist, wenn ich es hier hineinstelle? So, jetzt. Ja. Jetzt ist nämlich klebrig. Ha. Und drauf mit dem Deckel. Ja, hab dich gewonnen. Oh, wein doch nicht. Wie wär's mein dann? Gott. Ich lass dich aus dem Glas raus und dafür bist du ein braver kleiner Dämon und bleibst in meiner Tasche. Okay, Deal. Ich vertraue dir. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Aber du brauchst einen Namen. Ich glaube, ich nenne dich... Lupschi, Visuella, August von Weberknecht. Das ist der gute August von Weberknecht. Augustus von Weberknecht. Ja, Augustus. Der Name scheint ihm zu gefallen. Der gute Augustus. Ach, herrlich. Guck uns mal an. Ich geb's ja nur ungern zu, aber eigentlich bist du ganz knuffig. Ich geb's ja nur ungern. Ah, warte. Der gute Augustus von Weberknecht. Er kann doch bestimmt durch den Ritz. Durch den Ritz. Augustus, ich habe einen Auftrag für dich. Mhm. Kannst du dich durch den Riss quetschen und mir meinen Zimmerschlüssel aus Thanatos Studierzimmer bringen? Super. Eigentlich bist du ja ziemlich niedlich.
Das ist ziemlich praktisch. Ich behalte das Auge mal lieber im Auge. So, Nachaufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ich freue mich drüber. Dankeschön.